Ein wunderschön herrlich willkommen! Ich spiele jetzt mal ein bisschen Bus-Simulator und versuche ein Bild wieder einzubringen, was nie mal nicht geklappt hat. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, warum. Das ist der falsche, das ist auch der. Okay. So, jetzt müsstet ihr mich auch mal mit Bild wieder den Halle erlesen. Bei einem anderen Spiel. Wir sind richtig, ja. Wir haben ja im letzten Spiel. Ein bisschen sind wir in Minus gekommen und ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind nicht richtig. Aber wahrscheinlich täusche ich mich auch. So, okay. Yeah. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, let's go. Planen wir das doch mal. Und vorher gibt es noch kurz das Intro. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Bildlich gesprochen, versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal, wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nahverkehr öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich es vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. Okay. Leute, ich sag euch gleich, diese Folge wird ein bisschen länger, weil wir ein bisschen länger fahren. Ich möchte den Erd da fahren. So, der hier. Und dann soll ich Fahrt starten. So. Fangen wir doch einfach mal los.
Zum Glück haben wir kein Auto, um zu fahren. Fahren wir. Ah, nee. Hallo. Es ist ganz schön dunkel hier hinten. Kannst du mal das Licht anmachen? Tut mir leid, ich mach's leiser. Da würde ich auch hoffen. Zum Glück ist bald Sonntag. Und weiter Detail. Ich glaube, Sie haben das Ablendlicht gar nicht an. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Du bist auch in einem Spiel. Bitte alle einmal aufsteigen. Danke. Habe ich den Herd ausgemacht? Sie sollten mal das Licht anmachen. So, wir müssen ein bisschen schneller fahren, sodass wir unter diese 5 Minuten... Danke. Na, Fahrgäste, was gibt es denn heute noch zu sprechen? Zum Glück ist bald Sonntag.
einmal abbiegen. Hey, lange nicht gesehen. Oh, hi. Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ja, genau, damals. Das war als... Ja, echt schön, dich zu sehen. Ich wünsche dir was. Das wünsche ich dir auch. Auch wenn ich nicht weiß, wer du bist. Wir nehmen schon 10 Minuten auf? Was? So, einmal hier nochmal abbiegen. Noch ein Tag, dann habe ich endlich frei. Ja, bei mir dauert es leider nochmal ein bisschen. In circa ein paar Wochen, wenn ihr diese Folge hier seht, ist ja schon die Städtetour. Hey, hey. Ich hoffe, die klappt alles und es ist alles soweit. Gut. So, da einmal hier runter und rauf. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Was hat die denn gemacht? Hier muss ich raus. Ja, da kommt er auch raus. Und... Bitte alle ein- und oder aussteigen. Warum wollen keiner irgendwie eine Fahrkarte? Hallo? So, einmal Kontrolle Web. Sind hier nur zwei. Was? Ach so, hier. Ja? Wo hab ich denn... So. Mounty hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ja, dein Überholmanöver ist nicht ganz schön. Hoffentlich erwischen wir keine Schlaglöcher. Und Blinker mal wieder richtig. Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Na. Da finde ich mich echt lustig. Nächster Halt, Siegwald. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina.
Danke, dass Sie so pünktlich sind. So, einmal ein, oder? Eine Fahrkarte. Ah! Woche, Standard, Anzahl. Danke. Bitte. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Keine Ahnung. Aber das finde ich auch furchtbar. Tut etwas gegen das Klima. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Dann schlaf. Aber ich weck dich leider nicht auf. Boah, Autos. Ihr seid alle wieder so nervig. Gehen Sie weg, die Tür geht nicht. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Jo. Tag. Stunden 2. Danke. Nein. Oh, tut mir leid, ich muss sie verloren haben. Ja, das kommt. Na klar. Ja. Hier. Danke. Und das wird ein Nachspiel mit sich geben. Meine Güte. Zumindest bezahlen dafür könntest du ja. Komm irgendwie. Das will ich hoffen. Dann schmeiße ich dich hier raus. Da. Nächster Halt, Oakville, Zentrum. Was für eine Nacht, ich bin völlig durch. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, bekommen Sie. Oh, danke, hoffentlich ist das der richtige Bus. Ich will nicht in Port Ember festhängen. Nicht schon wieder. Und weiter die Fahrt.
Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Was braucht die Woche Senior Anteil 1? Uiuiui. Danke. Bitte. Augenblick. Hier, bitte. Wo hab ich denn... Ah, hier ist die Fahrkarte. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ja, ja. Hab ich Ihnen schon... Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ja, 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 ja. Ich hab irgendwie ein Problem mit der Tür. Geht doch. Wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? 17 Uhr sonst irgendwas. 48, ja. So. Bitte eins. Jo, bekommen Sie. Einzeln Standard 1. Danke. Bitte. Na, ich wollte nicht aussteigen. Ich habe gestern... Haben Sie das dann? Der Bild braucht noch mal Kochwach zum Essen. Mhm. Hab gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Ananas. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Zu weit gefahren? Thank you.
Das nenne ich guten Service.